Moin Moin von der Aquarell. Es ist schon einige Zeit her, dass wir uns zuletzt gemeldet haben, denn wie ihr es schon kennt von uns und von der Aquarell, war wieder einiges zu tun. Wir wollen euch jetzt also in diesem Video davon berichten, was denn auf der Probefahrt alles passiert ist, als wir Premier de Mar an Weihnachten verlassen haben. Genau, denn die Fahrt von Premier de Mar Richtung Almerimar war ja das Ziel, war als Probefahrt ja notdürftig konstruiert. Eigentlich wollten wir uns Zeit nehmen für die Balearen und da ein bisschen rumsegeln und so. Aber dadurch, dass wir halt so viel Arbeit mit dem Boot hatten, ist das ins Wasser gefallen. Und so mussten wir mit dem Beginn der Reise sozusagen zu einer Probefahrt umfunktionieren. Genau. Hat super funktioniert. Genau, ja. Es gibt also einiges zu berichten. Wir sind Weihnachten also vormittags gestartet. Erstmal unter Motor, vorbei an den ganzen Frachtverkehr vor Barcelona, während Patrick unten saß am Navitisch und noch guter Dinge war, für euch ein Weihnachtsvideo zurechtzuschneiden, um einen Gruß schicken zu können. Das hat leider nicht funktioniert, denn zu dem Zeitpunkt war es noch immer so, dass wir den Laptop während der Fahrt nicht laden können, weil dieses sagenumwobene Kabelpaket aus Österreich uns ja nicht erreicht hatte. Ich habe es fast geschafft, aber dann doch nicht. Ja, entsprechend, wie gesagt, unter Motorrad in Barcelona vorbei, durch die ganzen Frachter durch und dann kommt der Flughafen mit zig landenden und startenden Flugzeugen. Das war für die Kinder super spannend, die haben da super gerne zugeguckt. Wie gesagt, dann ging der Laptop aus und ja, für uns war klar, nun müssen wir auch nicht mehr unter Land sein, um ein Video abschicken zu können, sondern können wirklich direkt einen Kurs nehmen. Eigentlich Richtung Almerimar wollten wir und die Segel endlich setzen. Denn die Sonne ging unter, so Zeit. Ja, und zu dem Zeitpunkt haben wir dann auch festgestellt, dass der Autopilot nicht funktioniert. Der Ruderlagengeber war nicht richtig eingestellt und entsprechend klappte das nicht. Wie gesagt, Sonne ging unter und dadurch war es auch nicht so ganz möglich, hinten noch was einstellen zu können. Das haben wir dann verschoben, haben aber zumindest alles so eingestellt bekommen, dass er für die Nacht funktioniert, der Autopilot. Ja. Denn ansonsten hätte das bedeutet, dass man die komplette Nacht hinten am Steuerrad stehen muss und das möchte keiner. Das will niemand. Also so Basiseinstellungen gingen dann, so einen sehr begrenzten Ruderlagenradius und dann ging das schon. Also naja, hat funktioniert. Ja, Segel los, Segel hoch, Autopilot an. Dann waren wir auf der Kreuz und es war Weihnachten. Ja. Das heißt, dann war endlich Zeit. Es war ja noch Weihnachten. Dann war endlich Zeit, uns mal den Kindern zu widmen. Und wir haben im Vorschiff versucht, ein bisschen Weihnachten zu feiern. Zu dem Zeitpunkt war es dann auch schon Abend und Bescherungszeit. Die Lage im Schiff war sehr schräg, es war sehr würfelig. Wir hatten Wellen von sämtlichen Seiten gefühlt und sind ziemlich durch die Gegend gekugelt da vorne. Und eigentlich Weihnachtsgeschenke sollte es eigentlich gar nicht geben. Leonie hatte aber noch nach dem spanischen Brauch diesen kleinen lustigen Kackebaumstamm, wie sich das nennt, in Spanien gebastelt. Und wahrscheinlich war das deshalb das Glück, dass es dann doch für jedes Kind zwei Geschenke gab. Immerhin das. Ja. Aber am Ende mussten wir das ganze Thema ein bisschen einstampfen, weil es echt ätzend war. Also ich hab Wache geschoben während der Zeit und habe dann mich eingeklemmt in der Bugkojentür, damit ich dann nicht die Gegend fliege, während die anderen vorne sitzen konnten, die aber auch auf und ab und von links nach rechts geworfen wurden. Dazu haben wir irgendwie versucht, Essen in uns reinzubekommen und fühlten uns aber wirklich, als würde jemand Kniffel mit uns spielen. Das war nicht so richtig cool. Genau, und außerdem war es dann irgendwann auch so der Zeitpunkt gekommen, dass einer von uns, der die zweite Wache übernimmt, sich auch schlafen legen musste. Ja. Was auch nur ging tatsächlich im Salon auf der Zweisitzbank, die in der Schiffsmitte war. Da konnte man relativ gut liegen. Ansonsten war das kaum möglich. Ja. Patrick hat sich also ins Bett gehauen, beziehungsweise auf diese Couch gehauen. Wir haben noch ein bisschen weiter Weihnachten gewürfelt da vorne. und sind weiter gekreuzt. Ja. Irgendwann sind die Kinder ins Bett gegangen. Und es war eigentlich für den Start eine super, super, super tolle Nacht. Das war, der Mond schien hell und es war eine sehr helle Nacht. Und das war ganz schön. Das Schiff lief auch prinzipiell erstmal, also es segelte. Das war okay. Ja. Da waren nicht so viele Anforderungen, das war super. Genau. Ja, unter Segeln lief das also super gut. Und dann kam die Flaute und wir mussten den Motor einschalten. Nachts, also am frühen Morgen. Am frühen Morgen. Und dann haben wir mal wieder geguckt, wie das dann da hinten so läuft. Wir haben gesehen, dass da so ein lustiges rotes Lämpchen blinkt oder leuchtet vielmehr. Total lustig. Das Teil, also es gibt verschiedene Warnlampen an unserem Motor, unter anderem Temperatur und aber auch die Dieselfilter.
Und bei uns war es der Dieselalarm, also der Dieselfilteralarm. Und das bedeutet letztendlich, dass Wasser oder Verunreinigungen sich in dem Dieselfilter befinden und der Filter gewechselt werden muss. Das ist ja erstmal so kein Drama. Die Frage ist halt nur, warum ist da Diesel, also warum ist da eine Verunreinigung in dem Diesel? Das sollte ja keine sein. Und ja, da kommt eben das große Problem, dass wir schon vor einem Jahr den Diesel in unseren Tank getankt haben und der nun ja darin so rumstand und ja eigentlich kaum benutzt wurde. Wir hatten damals auch so eine Art Antibiotikum in den Dieseltank gekippt, um zu verhindern, dass sich Bakterien im Diesel breit machen. Dieselpest. Ja, das nennt man dann Dieselpest. Das sind dann so schwammähnliche Gebilde, die im Diesel sind und die verstopfen die Filter. Und wenn man richtig Glück hat, in Anführungszeichen, dann wandern die bis in den Motor und verstopfen den Motor und dann hat man richtig Geburtstag. Das galt es sozusagen zu befürchten und wir mussten also diesen Filter wechseln. Also begann unser Morgen damit, den Dieselfilter abzubauen. Es gibt bei unserem Motor zwei. Ein Vorfilter, der filtert etwas gröber, und ein Feinfilter, der direkt am Motor angebaut ist, der ist etwas feiner. Wir haben erst den Vorfilter gewechselt, glaube ich, und dann auch noch den Feinfilter am Motor selbst. Und haben tatsächlich festgestellt, dass die ein bisschen verfärbt waren. Die waren jetzt nicht total super schmutzig, aber man konnte Verfärbungen sehen. Naja, und als wir den Dieseltank so ohnehin schon offen hatten, in Klammern, bei uns gibt es keine Wartungsluke, um an den Tank ranzukommen. Wenn man an den Tank ran möchte, muss man den Schwimmer ausbauen. Also das Teil, mit dem der Füllstand des Dieseltanks angezeigt wird. Das ist ein bisschen fummelig, zumal man dafür auch natürlich die gesamte Koje von Malte ausbauen muss, um dann da ranzukommen. Nachdem wir das also erledigt hatten, haben wir angefangen, den Diesel, der im Tank war, zumindest teilweise oder so gut es ging, durch einen Filter laufen zu lassen, den wir uns kurz vorher noch gekauft haben. Und zwar ein Rakor Mr. Funnel, heißt der. Gibt es im Übrigen bei Hansenautik. Hansenautik ist unser Partner auf unserer Reise. Und den Link zu dem Teil findet ihr unter der Videobeschreibung. Und das Teil ist wirklich hammergrandios. Das heißt, dieser Filter, der filtert nicht nur Verunreinigungen raus, sondern der kann auch Wasser rausfiltern. Ja. Und das ist total perfekt. Cool. Das ist also super gut. Genau. Ja, und man kann den auch, wenn man auf der Reise ist und man ist sich nicht sicher, wie gut denn der Diesel ist, den man da tankt, auch gleich direkt einfach vorne in den Tank reinstecken, den Diesel darüber reinfüllen und schwupps, kann man sich sicher sein, dass man vernünftigen Diesel und keinen Schlotzmotz im Tank hat. Genau. Genau. Wir haben unser Bestes gegeben, unseren Diesel durchzufiltern und letztendlich waren wir dann zufrieden. Wir haben nicht so viele Verunreinigungen gefunden, eigentlich so gut wie gar nichts. Und haben uns ein bisschen gewundert, warum der Filter Alarm gemacht hat, aber gut, okay, sei es drum. Ja, in den nächsten Folgen darüber sprechen wird das nochmal gefunden. Ja, wir sprechen darüber vielleicht später nochmal. Der Dieseltank war also durchgefiltert und die Warnanzeige war ausgegangen. Darüber waren wir super happy. Yay, Problem gelöst. Und da haben wir gedacht, wir wollen noch schnell den Watermaker starten, bevor wir mit dem Frühstück starten. Also, Watermaker an und wir haben erstmal so ein Ablassventil, wo man direkt aus dem Watermaker das Wasser erstmal entnehmen kann, bevor man es weiter umleitet in den kompletten Wassertank. Stopp! Wir sprechen jetzt hier über den Watermaker. Es gibt ja Menschen, die noch nie was von einem Watermaker gehört haben und wir haben einfach, als wir das Video aufgenommen haben, vergessen zu erklären, was es eigentlich ist. Ein Watermaker ist eine Meerwasserentsalzungsanlage. Das heißt, das Teil pumpt Meerwasser an, schiebt es mit hohem Druck durch Membranen und hält das Salz zurück und drückt das Wasser raus. Am Ende bleibt also ein sehr, sehr weiches Trinkwasser übrig, das komplett sauber ist und so verköstigt werden kann. Das ist ganz kurz gesagt ein Watermaker. Ein Watermaker besteht aus verschiedenen Bauteilen, also man braucht eine Pumpe und man braucht eben die Membranen, die sich so in Röhren befinden, wo dann das Wasser durchgeschoben wird, durchgepumpt wird und eben die Steuerungseinheiten und eine Menge Schläuche und so. Das ist aber eigentlich gar nicht so richtig kompliziert. Aber nur fürs Verständnis würde ich einmal erklären, was es ist, damit auch jeder weiß, wovon wir hier eigentlich sprechen. So, und jetzt weiter zurück ins Video. Genau. Wir haben also Wasser gesammelt in einem Wasserkanister und haben so ein Messgerät, mit dem man überprüfen kann, wie die Wasserqualität ist. Und das sah noch tipptopp aus, alles gut. Und wir haben dann das Wasser weiter umgeleitet in den Wassertank. Das war der Zeitpunkt, wo wir dachten, jetzt können wir ganz entspannt nach draußen gehen und können in Ruhe ein Weihnachtsfrühstück genießen. Genau, denn es war ja auch noch Weihnachten, erster Weihnachtstag. Und also saßen wir draußen und haben gefrühstückt.
Und dann ging plötzlich die Bilgepumpe an. Das hat gar nicht so lange gedauert, weiß ich, 10 Minuten, 20, 15 vielleicht. Und das ist immer nicht so gut, wenn die Bilgepumpe angeht. Da darf man dann ganz kurz nervös werden, weil von irgendwo ja Wasser ins Schiff eingedrungen ist. Und der Schluss lag nahe, dass das Wasser irgendwo aus dem Bereich des Watermakers kommen könnte. Also haben wir da auch zuerst geguckt. Und siehe da, wir waren erfolgreich. Eine nicht unerhebliche Menge Wasser kam aus den Membranröhren des Watermakers. Da sind so Stopfen drauf und da in dem Bereich kam es raus. Wo genau und was genau da kaputt war, ließ sich so erstmal gar nicht sehen, weil er von außen eigentlich, zumindest von oben, nicht so schlecht aussah. Naja, damit lagen wir ziemlich daneben, aber das stellte sich dann erst viel, viel später heraus. Also haben wir den Watermaker abgeschaltet und gedacht, dass damit ja alles erledigt ist. Den Fehler zu finden, also um das Leck zu finden, war es notwendig, die nächste Koje komplett auseinanderzubauen. Wir hatten ja gerade schon die von Malte auseinandergebaut, also die dort. Und nun mussten wir Leonis auseinandernehmen. Das ist die auf der anderen Seite. Und na, auseinandernehmen heißt das ganze Bettzeug raus, die Sachen, die halt so persönlich zu den Kindern gehören, raus. Dann die Matratzen runter da und dann ist da noch so Zeug auf unter den Matratzen. Dass wir da lagern, Holzbretter, Solarpanels und weiß Gott was, alles raus. Dann die Platten, auf denen das Bett sich befindet, bis man das dann auch alles raus hat. Und dann ist man angekommen. Und man hat schon wieder Chaos im Salon. Ja, denn das muss ja alles irgendwo hin und das landet natürlich alles im Salon. Ja. Nachdem wir den Watermaker abgeschaltet hatten, gab es erhebliche Probleme mit der Bordladeelektronik. Nämlich fing sofort alles an zu piepen und leuchtete in bunten Farben und ging an und aus und an und aus und irgendwie war alles komisch. Bei genauem Hinsehen stellte sich dann heraus, dass der Ladebooster, der den Strom, der von der Lichtmaschine des Motors kommt, auf die Batterien verteilen soll, irgendwelche Fehler auswarf. Und die einzige Möglichkeit, das Problem zu beheben, war, sich die Lichtmaschine nochmal genauer anzuschauen. Und bei genauer Betrachtung stellte sich heraus, dass die Lichtmaschine viel zu viel Strom lieferte. Ich glaube irgendwie 16 Volt. Und die sollte eigentlich irgendwie bei 13 Volt sein oder 14 vielleicht maximal, aber mehr nicht. Das wurde immer schlimmer und letztendlich war die einzige Möglichkeit, was dagegen zu tun, die Lichtmaschine komplett abzunehmen und um die restliche Elektronik zu schützen. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass wir unsere Bordbatteriebank und auch unsere Starterbatteriebank nicht mehr laden konnten und mit den Reserven auskommen mussten, die sich noch in den Batterien befanden. Das sollte eigentlich kein großes Drama sein, haben wir gedacht, denn die Batterien waren ja frisch geladen aus Barcelona und unsere Reisedauer war nicht allzu lange angesetzt. Von daher hätte das eigentlich passen müssen. Denn wir wollten ursprünglich nach Almirima. Aber dadurch, dass nun klar war, dass da Watermaker kaputt ist, war ziemlich klar, dass wir über Denia fahren würden. Denia ist, da sitzt die Handelsvertretung von dem Watermaker-Hersteller von Desalator. Und also eigentlich perfekt für unseren Fall direkt auf der Strecke. Und das war also das nächste Ziel und sollte eigentlich nur noch einen Tag dauern, bis wir da waren. Genau. Und da wollten wir dann eben alle unsere Teile organisieren von dem Watermaker, um ihn zu reparieren und dann weiterzufahren. So weit, so gut. So, also nach eingehender Diagnose des Problems war klar, unsere Lichtmaschine ist hinüber und da ist auch nichts mehr zu machen und wir können uns in dem Augenblick nicht selber helfen, aber die Batteriekapazitäten sollten ausreichen und dementsprechend haben wir uns entschieden, das Bett wieder zusammenzubauen und von Leonie wieder beziehen zu lassen und weiter den ersten Weihnachtstag zu begehen. Genau, und keine Weihnachtszeit ohne Backen. Wir waren bis dahin überhaupt nicht dazu gekommen, weil wir zu doll beschäftigt waren, zu viele Dinge auf dem Zettel hatten. Ja. Und es auch dann manchmal nicht so praktisch ist, wenn auch da Keksbäcker dazwischen sind. Erster Weihnachtsfeiertag, endlich Kekse backen. Die Kinder haben sich ganz so gefreut, haben mehr Kekse und mehr Kekse gebacken und verziert und fanden das super, konnten das auch draußen im Cockpit machen, weil das motorenderweise super gut bei Flaute ging. Das war der erste Weihnachtsfeiertag. Ansonsten ist da nicht mehr großartig was schiefgelaufen. Wir konnten später nochmal wieder das Groß setzen oder die Segel setzen. Und durften dann feststellen, dass das Groß wieder nicht richtig einrollt. Also beim Groß ist es echt nervig. Das rollt bei uns in den Mast rein. Ja, dass es mit den Segellatten zusammen einfach zu dick aufträgt und man es nicht richtig reingerollt bekommt. Im unteren Bereich hatten wir das ja schon im Hafen festgestellt und haben die Segellatten da schmaler geschliffen,
dass das funktionierte, aber oben im oberen Bereich ist das auch echt schwierig. Außerdem ist es problematisch, die parallel einzurollen. Und wir haben so viel ausprobiert und ausgetestet und es ist funktioniert nervig. Noch nicht. Nach wie vor nicht perfekt. Nervig. Es ist schon besser geworden. Also wir haben so ein bisschen mehr den Dreh raus, aber ist nicht zu, also ist kein Selbstgänger. Nicht zu empfehlen, ist so kein Selbstgänger. Nee, leider nicht. Ja. Da müssen wir uns, glaube ich, nochmal Hilfe holen. Das hilft ja nichts. Das, dieses Thema hält schon lange an. Yes. Ja. Ansonsten, ach ja, und das Radar und das AIS haben nicht funktioniert. Das hat im Hafen, hatte ich das angeschlossen und das hat wunderbar funktioniert. Jetzt auf dieser Reise irgendwie nicht und das Problem haben wir in dem Zeitraum auch nicht gefunden, bis nach dem Jahr. Ja, fiel halt erstmal aus. Ist aber nicht so wichtig zum Segeln, von daher ging es auch so. Nachdem die Weihnachtsbäckerei zu Ende war und wir die Kekse schon direkt in uns reingestopft haben, super geil, endlich Kekse, wurde es Abend und alle sind ins Bett gegangen. Und die Schichten haben begonnen, muss ich sagen. Ich weiß nicht mehr, wer mit welcher Schicht angefangen hat. Wie auch immer, auf jeden Fall war ich dran, als ungefähr nachts um 4 die Voltspannung unserer Starterbatterie schnell sank. Und ich weiß bis heute nicht, warum. Aber die Batterie war plötzlich ratzeleer. Und das ist gar nicht gut. Die Batteriespannung sollte irgendwo bei knapp über 12 Volt liegen. Dann ist soweit erstmal alles in Ordnung. Fällt die aber und fällt die vor allem auch unter 12 Volt, hat man irgendwie ein Problem. Denn dann wird sie entladen. Und bei uns konnte man zusehen, wie die Spannung von 12 auf 11,5, auf 11, auf 10,5, auf 9 und so weiter fiel. Und das Ganze sehr, sehr schnell. Und es gab nur eine Möglichkeit, was zu tun. Und zwar die Kinder aufwecken, die auf dem Bett schliefen, das sich über den Batterien befindet. Das heißt, da den kompletten Einbau wieder rausholen, Kinder ins andere Bett verfrachten. Alles musste super schnell gehen, weil währenddessen die Batterie immer wieder, die Voltspannung immer weiter runter fiel. Als wir endlich bei der Batterie angekommen waren, war die Spannung nur noch bei 8 Volt. Patrick hatte den super guten Einfall, den Hydrogenerator, den wir als einzigen Stromerzeuger noch an Bord hatten, umzuschließen. Der ist normalerweise für die Bordelektronik zuständig, die zu laden. Und den quasi die ganzen Kabel umzustecken, dass der Hydrogenerator nur noch direkt die Starterbatterie lädt. Und das hat in der letzten Sekunde funktioniert. Genau. Der große Vorteil, den wir hatten, war, dass der Dieselmotor noch lief. Wir hatten Flaute, wir konnten nicht segeln. Der Dieselmotor lief aber. Und damit hatten wir Fahrt durchs Wasser und konnten mit Hilfe des Hydrogenerators unsere Starterbatterie laden. Ja, wäre der Motor nämlich aus gewesen, wäre das keine Option mehr gewesen und wir hätten den Motor auch nicht mehr starten können. Dann wäre er auch schon vorbei gewesen mit Manövrierfähigkeit. Ja, das war also Glück im Unglück. Wir haben uns aber nicht getraut, mit diesem hinkenden Bein sozusagen in den Hafen zu fahren. Also haben wir uns entschieden, bis zum Sonnenaufgang zu warten und vor den auf und ab zu kreuzen unter laufendem Motor, um die Batterie weiter zu laden, falls irgendwas dazwischen kommen sollte, dass wir wenigstens einen Startversuch haben. Und sind dann im Sonnenaufgang nach Denia eingelaufen. Endlich. Ja. Wir haben nicht so viel geschlafen auf dem Weg dahin. Und es war ziemlich aufregend und echt extrem nervig, weil andauernd ein Alarm war. Gefühlt war immer ein Alarm. Ja, und wir haben zigmal die ganzen Kojen auseinandergenommen und wieder zusammengebaut und wieder auseinandergenommen. Ja. Das war nicht so geil. Aber der Hafen war schön. Der war super schön. Genau. Und wie genau dieser Hafen aussieht und wie schön es tatsächlich in Denia ist und warum ihr auch unbedingt mal dahin reisen solltet, wenn sich die Gelegenheit ergibt, seht ihr in dem folgenden Video.
In dem Jahr haben wir uns also als allererstes darum gekümmert, was wir alles bestellen müssen und an Ersatzteilen benötigen. Zum einen für einen Watermaker und zum anderen auch die Lichtmaschine. Und als wir den Motorraum geöffnet hatten, haben wir dann zusätzlich noch eine andere Überraschung gefunden, denn wir hatten auch noch einen Riss im Kühlwasserschlauch. Ja genau, einer der Kühlwasserschläuche ist gerissen und hatte einen ganz kleinen Haarriss und am Ende sind uns ungefähr 1 Liter Kühlmittel verdampft. Ja. Wir haben dann nach Teilen gesucht und in Autowerkstätten uns durchgefragt und am Ende haben wir einen Autoteilehändler gefunden, der noch einen Kühlwasserschlauch hatte, der exakt zu unserem Motor passt. Von daher haben wir den jetzt montiert und das funktioniert ganz wunderbar. Damit konnten wir dieses Problem tatsächlich für 9 Euro lösen. Ein original Janmar-Ersatzteil war nicht zu kriegen, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Ja, damit war das Problem gelöst. Der Watermaker-Mann hatte auch Zeit für uns, allerdings war er krank, sodass wir noch einen Tag länger warten mussten. Er hatte eben keine Zeit, spontan zu uns zu kommen. Und so kam der Gute dann am Vormittag des nächsten Tages zu uns. Und brachte uns vor allem, nachdem wir ihm erzählt hatten, was alles mit unserem Watermaker nicht funktionieren würde, schon die Teile mit, die er vermutete, die getauscht werden müssen. Und am Ende war das dann doch gar nicht so wenig. Ja, aber trotzdem, grandios da eine perfekte Vor-Ort-Beratung zu haben, alles, was man brauchte. Und der Mann hat sich super viel Zeit genommen und hat uns ganz viele Tipps gegeben und das war einfach echt super. Ja, genau. Am Ende haben wir in unserem Watermaker die Stopfen getauscht, die auf den Membranröhren draufstecken und damit auch alle Steckverbindungen einmal überprüft, insbesondere die vom Druckschlauch, beziehungsweise es gibt 2 Druckschläuche und eben auch Fittinge, also Anschlussstücke, die mit diesen Druckschläuchen zusammen gepresst sind oder geschraubt sind. Und eine dieser Fittinge war ebenfalls undicht. Am Ende haben wir den ganzen Tag daran gearbeitet, eigentlich 1,5, um den Watermaker auseinanderzubauen und dann mit den neuen Teilen wieder zusammenzubauen. Jetzt ist alles wieder zurück am Platz im Schiff und wartet nur darauf, getestet zu werden. Denn das ging ja erstmal im Hafenwasser nicht und musste dann auch später vertagt werden. Aber wir sind optimistisch, dass das so ganz gut funktionieren müsste. An dieser Stelle möchte ich euch auf einen neuen Partner in unserem Netzwerk hinweisen. Und zwar ist das Julian von Ocean Spring Watermakers. Er baut Wassermacher auf die denkbar einfachste Art und Weise. Und zwar keine Kompaktgeräte, die in einem großen Paket zusammengesteckt werden, sondern aus vielen Einzelteilen bestehen. Der Vorteil ist, dass diese Teile Industriestandards entsprechen und damit überall auf dem Planeten leicht zu beschaffen sind. Sollte also irgendwann in einer fernen Zukunft mal ein Teil einen Defekt aufweisen oder aus irgendeinem Grund getauscht werden müssen, dann sollte das Teil relativ einfach zu beschaffen sein. Dafür hilft euch natürlich Julian auch bei der Beschaffung, aber sollte das nicht möglich sein, weil ihr zu weit weg seid von der europäischen Zivilisation, kriegt ihr das Teil auch dort. Sehr, sehr wahrscheinlich. Und dazu hat Julian es geschafft, den Preis für seinen Wassermacher extrem niedrig zu halten. Was natürlich auch an der simplen Art und Weise liegt, mit der er an die Sache rangegangen ist. Wenn euch das interessiert und ihr sowieso einen Wassermacher habt oder tauschen wollt oder beschaffen wollt, dann schaut doch mal auf unsere Webseite. Den Link dazu findet ihr unter diesem Video. Und ich würde mal sagen, das ist allemal eine Reise wert. Denn der Preis wird euch in jedem Fall begeistern. Und natürlich gibt es einen Spezial-Aquarell-Rabatt. Alles weitere dazu, wie gesagt, unter diesem Video über den Link auf unserer Webseite. Zu guter Letzt galt es noch, eine Lösung zu finden für unsere defekte Lichtmaschine. Natürlich war in der Kürze der Zeit, nämlich innerhalb von einem Tag, keine Lichtmaschine zu beschaffen, die exakt zu unserem Motor passte. Und so haben wir uns entschieden, die Zweitlichtmaschine, die mit unserem Motor verbaut ist, als Erstlichtmaschine zu nutzen. Und dementsprechend haben wir das einfach umgeknüpft. Das sollte funktionieren, das haben wir im Hafen einmal getestet und das sah eigentlich ganz gut aus. Und damit war alles soweit geregelt. Und wir konnten... Zumindest soweit, dass man sagen kann, man kann den Hafen wieder verlassen und kriegt es hin, weiterzufahren. Denn das war unser Hauptanliegen, irgendwie weiterzukommen und endlich auf die Reise zu gehen. Wofür wir all diese letzten Monate halt eben gearbeitet haben. So ist es, genau. Und deswegen haben wir uns nicht viel Zeit gelassen, auch keine Pause gemacht, sondern weiter Vollgas gegeben, um endlich zurück aufs Meer zu kommen. So, nachdem wir also das Problem mit dem Wassermacher beseitigt haben, sind wir ziemlich zügig aus Denia abgereist und vielleicht etwas zu überhastet.
Auf jeden Fall waren wir nach 2 Tagen mit dem Thema Denia durch und der Meinung, dass es Zeit wird, sofort die Reise wieder anzutreten. Ob das schlau oder nicht schlau war, erfahrt ihr auf jeden Fall im nächsten Video, denn leider ist die Odyssee auf dem Weg nach Almerimar noch lange nicht zu Ende. Davon berichten wir euch aber dann im nächsten Video. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat und wir würden uns wirklich sehr freuen, wenn ihr uns auf unserer Reise unterstützen würdet. Alle dafür verfügbaren Möglichkeiten findet ihr unter dem Video in der Videobeschreibung oder ihr nutzt die YouTube-Funktion. Und wir danken an dieser Stelle allen, die an unserer Seite stehen und uns auf diese Art und Weise den Rücken frei halten. Ohne euch würde es diesen Kanal und vielleicht auch uns und diese Reise schon nicht mehr geben. Wenn ihr noch mehr Informationen haben wollt zu uns, unserer Reise, unserer Crew und vielleicht auch ein paar Eindrücke haben wollt, die es so hier bei YouTube nicht gibt, dann könnt ihr Mitglied der digitalen Crew werden. Dort erfahrt ihr noch mehr Details, die es hier in den YouTube-Videos nicht gibt. Wie das funktioniert, findet ihr auch hier in dem Link unter der Videobeschreibung. Ansonsten wünschen wir euch noch eine wunderschöne Woche. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid. Wir entschuldigen uns für die große Verzögerung im Vergleich zum letzten Video. Und wir hoffen sehr, dass wir das jetzt wieder besser in den Griff bekommen. Auf jeden Fall haben wir unfassbar viel zu erzählen.